Okay, hier sollten wir, glaube ich, wieder mal nicht sein. Neuen Stoff freigeschaltet. Okay, ich glaube, wir schwimmen jetzt wieder raus. Ich habe ein bisschen Sorge. Dass wir hier sonst nicht lebend wieder rauskommen. Dann können wir uns einmal in der Base in Ruhe durchlesen, was genau angesagt wird. Und wir haben leider hier eine sehr weite Strecke zu schwimmen, auch besonders dann wieder hoch. Das große Problem ist auch noch, wir haben... Nee, das wäre nicht das Problem. Also ich hatte irgendwo die Hoffnung, dass wir hier praktisch nochmal dann so ein komisches Wächter-Eintrittsding finden. Okay, so weit war es jetzt auch nicht, aber... Wir haben hier noch ein Stückchen jetzt hier raus. Das heißt hier. Nee, da lang war das. Dann haben wir hier eine Kiste. Ja. Dann sollten wir gleich einmal kurz die Nachrichten durchlesen, was da drin stand. Weil die könnten uns auch nochmal Aufschluss geben, mit was wir da jetzt machen sollen. So, und wir können uns ein bisschen Kobalt mitnehmen für ein, zwei Sauerstoffflaschen. Also in der Mitte ist jetzt auch ein Baum statt Lava. Und da ist voll. Auch da können wir gleich einmal kurz hingucken. Also wir müssen generell halt immer ein bis zweimal irgendwo hingucken, weil gefühlt verändert sich die Map hier jedes Mal irgendwie. Komm, haben wir hier nochmal... Warte, wir brauchen einmal... Benutze den Bauplanbildschirm, um diesen Bauplan. Benutze den Bauplanbildschirm, um diesen Bauplan freizuschalten. Okay, und das andere ist, ich würde gerne den Nachrichten Eisen, Silizium, Silizium. So, Eisen, Silizium, Silizium und noch irgendwas Silizium. Silizium und Magnesium brauche ich, oder? Ja. Und einmal Magnesium. Das ist nochmal Silizium. Das ist noch Kobalt. Aber wo ist unser Magnesium da? So, jetzt fliegen wir mal hoch. Da lang. So, dann haben wir den ersten Monitor, den wir wollten. Stehen. Jetzt brauche ich noch diesen Freischaltmonitor. Eisen, Silizium. Also ein Silizium brauchen wir noch. Ein Silizium. So, einmal runter. Ein Eisen.
Und den stellen wir jetzt einfach mal provisorisch hier hin. Neuer Bauplan erhalten. Schlüsseldetektor des Aufsehers. Schlüsseldetektor des Aufsehers. Was ist ein Schlüsseldetektor des Aufsehers? Okay. Dann hatten wir eine Nachricht. So. Hier nicht. Das ist von der Welt, glaube ich. Genau. Iklas. Ich werde nicht aufgeben. Dieser kalte und staubige Planet wird mich nicht klein kriegen. Ich werde überall suchen. Ich werde sogar tief graben, um Ressourcen zu finden, die es mir ermöglichen, aus dieser Hölle herauszukommen. Ich muss Materialien finden, um die Rakete herzustellen und eine Startrampe zu bauen. Ohne ein Multitool kostet alles so viel Zeit. Aber ich muss durchhalten. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Dann kommt der Wächter. Das Selbst sollte nicht existieren. Das haben wir seit unserer Geburt gehört. Wir leben als Einheit. Wir, die Wächter, sind eins, vereint, ohne Individuen in der Gruppe. Kann das Konzept einer Gruppe überhaupt existieren, wenn es kein Einzelpersonen gibt? Aber wenn die eigene Existenz bedroht ist, wenn das eigene Selbst verschwinden kann, wie kann man dann wirklich selbstlos sein? Ist der Überlebenswille wirklich unvereinbar mit der Selbstlosigkeit? Müssen wir einmal kurz was futtern? Haben wir überhaupt Futter? Nein. Okay. Dann einmal noch Wasserchen trinken. Und weiter geht's. Die nächste Nachricht des Wächters. Wir wollen überleben. Auf einen sicheren Tod zu warten, ist keine Selbstlosigkeit. Es ist Selbstmord. Es ist Selbstzerstörung. Einige von uns haben sich entschieden, vor dem Unvermeidlichen zu gehen. Sie überlassen die Zerstörung uns und unseren Geliebten, die denken, dass das Schicksal größer ist als die Wahl. Wenn sie sich uns anschließen möchten, verwenden sie diesen Chip, um versteckte 10 Schlüssel zu finden, die wir auf diesem Planeten zurückgelassen haben, und legen sie in eine Extraktionskapsel. Okay. Wie wird unsere Zukunft aussehen? Was ist unser Schicksal? Wir glauben, dass wir überleben und einen anderen Ort finden werden, erneut eine Kolonie aufbauen können, wie wir es schon vor langer Zeit getan haben. So können wir es wieder tun. An unsere Schwestern, Brüder, Mütter, Väter und Freunde, es tut uns leid. Okay, wir sind scheinbar aufgebrochen in eine neue Welt. Wir haben jetzt minus 0,1. Das heißt, wir haben fast atembare Atmosphäre. Ein bisschen Wässerchen trinken, während man darüber fliegt. Das sieht jetzt auch ganz hübsch aus mit den Schmetterlingis. Das ist Titan, ein Baumi. Okay, okay. So, das heißt, wir fliegen jetzt einmal zurück zu unserer Hauptbase. Werden einmal kurz diesen Wächterchip irgendwas bauen. Werden wahrscheinlich den Raumanzug dafür ausziehen. Oder eintauschen gegen den Raumanzug, sagen wir es mal so. Und dann... Also die Wächterschlüssel waren ja, aber was war dann da hinten? Da brauchten wir auch, glaube ich, 3 Wächterschlüssel. Oh, uns wird ja gesagt, wir sollen die... Oh, nee, zu tief, zu früh, dahin. Uns wurde ja gesagt, wir sollen die ja an sich in eine Extraktionskapsel packen und wegschicken. Kann ich mir so jetzt nicht vorstellen, weil wir brauchen die auch hier auf dem Planeten. Strange. Einfach strange. Kann ja nochmal 2 hiervon mitnehmen. Einfach damit wir nochmal Sauerstoff herstellen können gleich.
Weil hier haben wir jetzt null Sauerstoff, den wir verbrauchen, auf dem Planeten scheinbar. Aber wenn wir ins Wasser oder so gehen, was wir jetzt glaube ich öfter haben werden. Ja, wir haben fast atembare Atmosphäre. Okay. Sonnenquarz, zwei Stück. Schlafen. Das meiste ist davon auf Dings dann aufgebaut. Wir bauen nochmal so eine Bienen-Dings. Das, das und einmal so ein Mutagen 2 müsste es sein. Mutagen 2. Nichts mehr. Brauchen wir nicht. So, Mutagen 2. Forschung starten. Sequenz wird geladen. Das heißt, wir können gleich nochmal so einen Bienenstock machen. Und jetzt Sonnenquarz, Sonnenquarz, Platine, Magnetquarz hatten wir auch. 1 Sonnenquarz, Quasarquarz, Laserquarz brauchen wir und eine Platine. Und ich glaube, damit wäre das Ding dann fertig. Das legen wir ab, das legen wir an. Sehen wir jetzt irgendwas mehr? Rüsten Sie das aus, damit Reach Atmosphere Level. So, rüsten Sie sich damit aus und erkunden Sie die Welt, um versteckte Strukturen der Wächter zu finden. Verstehe ich nicht. Und wie finde ich die dann? Triebwerke. Sauerstoff, Sauerstoff. Noch ein Sauerstoff geht nicht. So, da ist voll. Auberginen, die kommen raus, die kommen hier hin. Dann kommt nochmal Aubergine, Aubergine. Auberginen kommen hier hin. Zwei davon kommen hier hin. So, dann haben wir hier jetzt so ein Pflanzi-Getönti. Und es, wir haben immer noch das Ding nicht erreicht, aber wir haben jetzt Bommi. Ja, 1200 und 600. Ja, Bommi, Bommi 3, Bommi 3. Bommis 3. Direkt, bitte. Ja, die Baumrinde. Umgründe kriegen wir doch auch, wenn wir das abreißen oder nicht. Warte, Osmium. Titan haben wir kein. Aluminium hatten wir hier drin. So. Das heißt, das kommt hier hin, Pflanzen. Das kommt hier hin. Dann kommt das hier noch rein. Das kommt hier rein. Schmetterlingsfarbe. Neuer Bauplan, Schmetterlingsfarbe. Okay, ich möchte erstmal eine Baumi-Station aufbauen.
So, weil der Punkt ist, wir haben ja hier eins mit 1000. Den reißen wir ab. Jetzt stellen wir den an gleiche Ort und Stelle und bauen den auch wieder dahin. Dann haben wir noch ein Pflanzi. Ein Pflanziometer. Einmal Nase. So, dann müssen wir noch was futtern gehen. So, dann können wir hier Methan oder so noch mitnehmen. Zack. So, jetzt gucken wir mal hin. 3 Millionen Kreis. Die Frage ist, wenn wir die restlichen jetzt aus. Also warte, wie viel Pflanzen machen wir denn jetzt schon? Also Pflanzen machen wir jetzt auch gerade. Oha, heilig. Insekten 37,5 Gramm. Platziere Schmetterlingslarven, um die Insektenmenge zu erhöhen. Das heißt, bei denen dann mal 100, das wären 300. Ja, mal gucken, mal 5 müsste das sein. Ist eigentlich auch nicht schwer aufzubauen. Brauchen halt das Zeug hier jetzt noch. Jetzt brauchen wir gleich eigentlich so eine richtig krasse Larve. So diese 500er Larve oder so. So, weil wenn wir das Ding jetzt hier draußen platzieren, ne? Da können wir einen richtig heftigen Schmetterling reinsetzen. Und dafür brauchen wir aber einen seltenen, ne? Warte, ich muss mal kurz gucken. Seltene Larve. Diese seltene Larve werden wir wahrscheinlich eher irgendwo hier oben finden. So, dann müssen wir hier einmal auf den Baum, hier rüber, darauf. Hat du seltene Larven? Nein, hat du nicht. Okay, hast du Möhrchen? So. Okay, da kommt man nicht rüber. Wir haben noch einen neuen Baum freigeschaltet. Irgendwie sehe ich hier gerade keine Larven. Also ich weiß, dass wir, Sekunde, wenn wir hier zum Raumschiff kommen. Na? Hier irgendwo. Und wir sind ja irgendwo hier, da hinten sind wir, glaube ich, hoch. Da haben wir einiges an Larven gesehen. Wo kommt der jetzt her? Das heißt, die können jetzt einfach überall random einmal auftauchen oder was? So nach dem, oh, das gab es vorher nicht. Und jetzt kannst du es sehen, weil du die Augen des, keine Ahnung, was hast. So, hier rüber. Hast du Larven? Was liegt da? Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall nichts Larve. Ich weiß auch leider nicht, wie ich auf die anderen Dinger rüberkomme. Sauerstoff Infinity.
Sehr schön. Hat lange gedauert, aber jetzt sind wir hier Infinity-Sauerstoff. Das heißt, toll, jetzt brauche ich mir auch keine Sorgen hier klar zu machen, einfach an Sauerstoff draußen zu verrecken. Aber... du bist eine gemeine Larve. Also wir suchen halt jetzt so die coolen Larven. Deswegen, ihr dürft nicht alle mitkommen. Das wäre schlimm, wenn ihr alle mitkommen dürftet. Hallo? Coole Larven? Nee? Schöne, seltene Larven? Nö? Guck mal, hier sind doch so Baumies. Da werden doch bestimmt coole Larven dabei sein. Nein? Irgendwie so in der Wüste kann ich mir jetzt keine Larvies großartig vorstellen. Also ich brauche seltene Larven. Ich möchte 500% Larven aus euch machen. Ihr werdet die Besten der Besten sein. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Dieses Gerät scheint da zu sein, um den Mechanismus zu öffnen. Ja. Ich bin auch der Meinung, ich weiß, wo dieser Mechanismus ist. Aber erstmal müssen wir doch so eine verdammte Larve finden. Hier ist noch so ein Ding. Meine Larve. Gemeine Larve. Auch eine gemeine Larve. Ja, die sind sehr gemein. Ungewöhnlich. Das sind ja diese Schmetterlingsdinger. Also irgendwie ist es weird, nicht mehr mit, nicht mehr so auf Sauerstoff zu achten. Das verwirrt einen sehr. Oh, Jenja, wo ist meine Larve? Okay, wieder keine Larve für uns. Ist Blut. So kann doch echt nicht sein, dass Larven so schwierig zu finden sind. Hier sind bestimmt welche. Auch nicht. Weil eigentlich müssten Larven doch überall sein. Oder? So, mal gucken. Larven müssten überall sein. Also wir bräuchten ja rein theoretisch so eine seltene Larve. Das ist mega wichtig für mein Ego, dass wir jetzt eine seltene Larve finden.